Lieber Christoph, guten Tag. Ich freue mich sehr, dass wir wieder die Möglichkeit haben, gemeinsam zu plaudern, rund um das Thema der Inspirational Nuggets, also quasi, was treibt dich um, was inspiriert dich? Und da freue ich mich, weil du hast uns diesmal ein etwas anderes und doch ähnliches Thema wie beim letzten Mal mitgebracht. Beim letzten Mal haben wir beide über das Bildungssystem gesprochen und darüber, dass es eigentlich tot ist. Das fand ich sehr nachwirkend, und so wie ich von den Zuhörern gehört habe, war das auch bei anderen so. Und heute wollen wir so ein bisschen über das Thema Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit sprechen, und darüber freue ich mich ganz besonders. Und bevor ich noch mehr vorwegnehme, würde ich einfach sagen, wir starten mit den drei Hashtags, und den ersten Hashtag, den du mit dabei hast, ist divers. Was hat es damit auf sich? Ich denke, es ist unsere oberste gesellschaftliche Aufgabe, auch zivilgesellschaftliche Aufgabe, Diversität, also Vielfalt, Unterschiedlichkeit, Heterogenität wertzuschätzen. Und ich sage mal so, queer als das neue Normal, also die Vielfalt als das neue Normal, wenn es überhaupt Normal noch braucht, anzuerkennen und wertzuschätzen. Den zweiten Hashtag, den du mitgebracht hast, geht so ein bisschen schon in die Richtung, nämlich queer. Ja, genau. Queer deshalb, weil ich in den letzten paar Jahren immer deutlicher gemerkt habe, so für mich auch in meinem Leben, dass queer eigentlich das Normale ist. Und also queer spricht ja von der sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt in erster Linie. Ich würde aber noch tiefer gehen und sagen, also dieses jenseits der Norm, dieses du bist gut, so wie du bist. Das bist du eher nur so lange, als du nicht gezwungen wirst, dich durch die Brille irgendeiner Norm zu sehen. Deswegen finde ich queer als Ausdruck von menschlicher Vielfalt so inspirierend. Das finde ich klasse. Wir werden ja gleich nochmal dazu kommen, weil so dieses, was ist denn noch normal und was ist das Queer, das neue Normal, und was bringt es auch für Bürden mitunter mit sich? Darüber werden wir gleich nochmal sprechen. Aber damit einhergehend ist dein dritter Hashtag resilient. Ja, Resilienz ist ein ganz wichtiges Thema auch für mich, als jemand, der ja die meiste Zeit jetzt in den letzten Jahren auch freiberuflich unterwegs ist. Und das erfordert nicht zuletzt auch auf dem Hintergrund von Corona enorm viel Kraft und auch immer wieder sich selber so paradox an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen oder aus der Existenzangst ziehen. Und das finde ich, gilt eben auch für Gesellschaften und Communities. Also Resilienz als die Fähigkeit, wirklich gestärkt aus Krisen hervorzugehen. Das gilt je länger, je mehr auch für uns als Gemeinschaft und Gesellschaft. Auf jeden Fall, du hattest es eben angesprochen, so dieses, ne, in der Gesellschaft, wir werden ja doch ganz stark dazu animiert und auch angehalten zu sagen, so jeder sollte möglichst so sein, wie er designt ist, wie er gedacht ist, wie er gemeint ist. Also Individualität, Einzigartigkeit wird einerseits ganz, ganz stark promotet, so möchte ich das mal nennen, und auch gefordert. Und auf der anderen Seite ist es aber dennoch so, dass ganz viele Gruppen, Menschengruppen nach wie vor so eben unsichtbar bleiben, vielleicht auch so durch die Pandemie unsichtbar werden, noch mehr, als sie das vorher waren. Wie erklärst du dir das? Wie kann so diese Gegensätze, wie können die nebeneinander sein? Ja, du weißt, ich bin kein Fan von Schule und schon in den 70er Jahren hat mein Lieblingsschriftsteller Martin Walser vom Bodensee Wow. hat geschrieben, das Ziel der Schule ist, dass wir uns selbst undeutlich bleiben. Dann ist es leichter für sie, uns zu sagen, wer wir sind. Und das ist eigentlich die Identitätsfrage, oder? Also wenn wir in unseren jungen Jahren so viel mehr Möglichkeiten hätten, uns auf die Suche nach uns selbst zu gehen, uns zu entdecken, uns zu erforschen, auch in den ganzen Kontexten, in denen wir drin sind, also auch so eine gewisse Klarheit auch über uns selbst zu bekommen, dann würden wir auch widerständiger werden, dann würden wir auch schneller widersprechen oder auch uns besser abgrenzen können, ganz im psychologischen Sinn auch. Dann wären wir nicht so anfällig auch für alles, was uns schwach macht. Also so eine starke Identität, das ist ja das, oder Resilienz, was es heute was ich heute viel mehr brauche als sonst, weil mich kulturelle Rahmenbedingungen, Frames viel weniger stark tragen als früher. Also auch die Notwendigkeit, sich selber zu erfinden, das stimmt schon, das ist heute viel wichtiger.
Und das macht dich aber dann auch anfälliger und es ist gefährlicher. Und dieses Multi-Identitätsding und das alles, das ist schon, ich denke, da haben wir mehr Fragen und offene Aufgaben im Moment als Antworten. Ja, auf jeden Fall. Und du sagtest ja auch in dem Vorgespräch ja auch, was du eben gerade angeschnitten hast, wir sind so in der kulturellen Übergangsphase. Mhm. Was bedeutet das für dich? Was bringt das mit sich? Was macht das anders? Also ich denke, mich hat da das Buch Kultur der Digitalität von Felix Stalder sehr geprägt oder auch so meinen eigenen Horizont durcheinandergewirbelt, der sagt, unter anderem durch diesen technologischen Super-GAU der Digitalisierung kommen traditionelle kulturelle Frames und Abgrenzungen so Kultur, in Bewegung. Das heißt, sie werden erst durchlässig und dann irgendwann fluide. Das heißt, es gelingt uns einfach nicht mehr als Gesellschaften, Nationalstaaten, Gruppierungen, Weltanschauungen, Parteien oder ne, also irgendwie uns klar abzugrenzen und zu sagen, da gibt es ein Türchen und da gibt es einen Gatekeeper und du musst da rein raus und so und nur so viele und nur die Farbe und nur das Geschlecht. Dieses kulturelle Vielstimmige und Chaotische, das ist eine der Konsequenzen, in der wir heute drin sind. Ich denke, das ist, denke ich, dieser kulturelle Übergang, dass wir also nicht nur damit klarkommen müssen, dass es immer weniger Gatekeeping und Klarheit und feste Norm und feste Regel gibt, weder ästhetisch noch ökonomisch noch weltanschaulich, sondern ich denke, viel wichtiger ist, dass wir da eine positive Beziehung dazu entwickeln und sagen, wow, hey, endlich Vielfalt. Also auch lustvoll da dahinter zu gehen und so dieses Jenseits der Angst für sich auch zu entwickeln vor Vielfalt und Vorläufigkeit. Also einfach dieser Mut, den es da braucht, einfach ins Wasser zu springen. Du sagtest eben auch so, sich selber, den Mut, sich selber zu entdecken und trotzdem eben bei so vielen Möglichkeiten, wie so oft im Leben, habe ich so das Gefühl, natürlich auch die Möglichkeit, sich da zu verlieren, sich auch selbst zu verlieren. Ja. Hat auch so groß wie nie, ne? Weil es einfach eben so. Ja. Wie schätzt du das ein? Also was glaubst du, können wir tun, um eben nicht nur nicht unsichtbar zu werden, sondern um uns auf dieser Reise zu uns selbst auch nicht selbst zu verlieren? Ich denke, aus meiner eigenen Lebenserfahrung weiß ich, wenn dir Identität jetzt kulturell eher von außen zugesprochen wird, also quasi sowas wie ein metaphorischer Personalausweis, wo drin steht oder Reisepass, das bist du, das ist deine Identität. Und dann glaubst du das oder dann nimmst du die auch an. Auch wenn du im Inneren vielleicht merkst, ich bin noch viel mehr, ich bin noch ganz anderes oder das Unsichtbare oder das unsichtbar Gemachte in mir. Vielleicht bin ich geschlechtlich gar nicht so eindeutig, vielleicht bin ich sexuell nicht so eindeutig, vielleicht bin ich überhaupt nicht eindeutig und so. Und das ist aber in dieser klaren Zuordnungskultur, also in dieser normierenden Kultur, ist das nicht vorgesehen. Und wenn das jetzt kippt, oder, und das sprichst du ja an, dann bin ich erstmal unsicher und total und gehe aber so, wie ich es gewohnt bin, auf neue Angebote ein und die wechseln aber pausenlos und stellen sich vielleicht auch nur als Chimäre raus, ich greife hin und da ist gar nichts, oder Stichwort Internet, ich werde in den sozialen Medien dann quasi relativ schnell gemobbt oder ignoriert oder ich stelle fest, das ist überhaupt nicht verlässlich, nicht authentisch, heute so, morgen so. Und jetzt wird die Frage virulent, genau, wie gehe ich damit um? Also was tue ich, damit ich mich da nicht verliere? Und das lässt sich nicht einfach so in einem Nugget beantworten, sondern da geht es um die Frage, zivilgesellschaftlicher Auftrag, oder? Wie bereiten wir uns gegenseitig vor auf diese völlig neue, auf diese völlig neuen kulturellen Herausforderungen Identität zu entwickeln. Also wie muss oder soll da das aussehen, was früher Erziehung hieß? Weil Erziehung brauchen wir ja im Prinzip auch nicht mehr. Es hat früher immer geheißen, das Kind muss um 6 gewickelt und gefüttert im Bett sein abends, damit es seinen Schlaf hat. Und heute spielen Eltern mit ihren Kindern um 22 Uhr abends irgendwelche Singen mit denen noch und die Kinder sind trotzdem gesund. Also wie auch so Ideologien zerbrechen und so. Und wie, da merke ich schon, ist mein größtes Anliegen, dass wir uns zusammentun und sagen, wir brauchen neue Prozesse, neue Formate, wir brauchen neue
ganz, ganz neue Wege, um uns gegenseitig in diese Welt zu helfen. Das für mich hat das ja auch viel mit dieser Resilienz zu tun, ne? Also eben auch einfach quasi so gemeinsam ein Netz zu schaffen, in dem wir sicher sind, so sicher, wie das halt geht. Und ich bin bei dir, wir können jetzt wahrscheinlich leider nicht in einem Nugget beantworten, so wie geht denn das? Aber weil du eben auch selber sagtest, du kennst das jetzt auch so aus der Freiberuflichkeit heraus, so irgendwie gerade wir Freiberufler, für uns haben natürlich, hat die Pandemie nochmal andere Herausforderungen, wie wahrscheinlich für unterschiedlichste Menschengruppen diese Pandemie unterschiedliche Herausforderungen bereithält oder bereithielt. Und da würde ich jetzt gerne nochmal einfach so von dir wissen, was ist denn so dein persönlicher Tipp oder dein persönliches Handwerkszeug, wie es dir gelingt, eben da möglichst resilient durch den Tag, durch diesen Pandemie-Alltag zu kommen? Also was kannst du den Zusehern und den Zuhörern mitgeben? Was macht dich resilient? Was hilft dir da? Ja, da haben wir ja alle mittlerweile auch die Möglichkeit zurückzublicken. Wir haben jetzt ja über ein Jahr Pandemie und was mir hilft, ist, es nicht auszublenden und nicht mit Durchhalteparolen zu ersticken, sondern wirklich in den Gesprächen, auch online, die ich mit Menschen führen kann, in den Begegnungen mit Menschen online. Ich hatte jetzt das Glück, in den letzten Wochen wieder verstärkt mit Menschen wirklich auch physisch zusammenzuarbeiten, mit den nötigen Sicherheitsvorkehrungen natürlich. Dort immer wieder dich ins Spiel zu bringen. Wie geht's dir jetzt? Wie gehst du gerade damit um? Und auch dieses Interesse zu entwickeln am Gegenüber, an der Frau, dem Mann, an dem Wesen, das dir gegenübersteht. Und den Raum, der uns bleibt oder der sich gerade auch in der Pandemie jetzt irgendwie neu öffnet, den nutzen, um wirklich als Menschen miteinander und füreinander da zu sein, in der Situation selbst zu sein und nicht zu sagen, oh, bin ich froh, wenn das alles vorbei ist und wenn alles wieder, und weil wir wissen überhaupt nicht, wann was vorbei ist und was das vorbei dann ist. Und wir wissen es weniger als je zuvor. Und ich lese jetzt gerade das Buch Antikörper von dem Kaschler, von dem Schweizer, der macht auch ganz viel, der hat die Wissensfabrik.ch, der auch so ganz intensiv beschreibt, dass wir, also warum wir in der Situation sind, in der wir sind, und dass wir, und dass sich das eher noch verstärkt. Also wir fallen nicht irgendwann zurück in irgendein Vorher, wo alles wieder gut ist. Deswegen finde ich es so wichtig, mit allem, was du bist und was dich beschäftigt und Mut und Angst und so, in die Kommunikation reingehen, viel mehr als je zuvor. Das finde ich wichtig. Und das Zweite, aber das ist eher banal, finde ich, aber wichtig, habe ich gemerkt, Alltagsrituale. Also nicht im Jogginganzug verfaulen, sondern jetzt erst recht wirklich auch eine äußere Haltung entwickeln. Aber das bin nur ich. Also wirklich zu sagen, letztes Jahr war ich wirklich zum Teil 4 Monate am Stück nur zu Hause, oder? Und habe von dort aus gearbeitet. Wirklich den Tagesrhythmus haben, den Ernährungsrhythmus haben, den Hygiene- und Pflegerhythmus haben und wirklich, also, und immer saubere Wäsche und immer schön gebügelt. Das hört sich jetzt vielleicht neurotisch an, aber ich habe gemerkt, für mich war das wichtig. Ja. Für mich war das wichtig. Ja, das Thema Struktur ist interessant, ne? Dass das für so viele Menschen, also Psychologen haben das ja ganz am Anfang auch immer schon propagiert, wie wichtig das ist und dass quasi auf jeden Fall und alle Fälle das eingehalten werden muss, hat sich eben, ich würde jetzt mal sagen, für die meisten irgendwie bewahrheitet. Also Struktur ist wichtig. Du sagtest schon so, was dich im Moment am meisten trägt, sind Begegnungen, also unter Anführungszeichen echte Begegnungen, unabhängig ob jetzt analog oder digital, aber eben wo Menschen sich begegnen. Über diese Begegnungen hinaus, was ist denn so deine Sehnsucht, deine größte Sehnsucht im Moment, wo du einfach sagst, so, also dafür würde ich jetzt im Moment gerade eine ganze Menge geben, wenn ich das machen könnte? Ja, ich war neulich aufgefordert zu formulieren, was ist denn so deine Leidenschaft, deine größte? Ich musste mein Ikigai neu schreiben, oder? Oder durfte mein Ikigai neu schreiben. Und da habe ich gemerkt, hängen geblieben bin ich an diesem mit anderen Menschen im Flow zu sein. Also, und wirklich Flow als das, was da auch über
über TED Talk immer wieder, also da gibt es ja einen Begriff, eine Definition dafür, was das ist, Flow. Das ist das, wonach ich mich sehne. Mit Menschen zusammenzukommen zu meinem Thema, zu unserem Thema, nämlich neue Räume und Prozesse des Lernens und der Bildung entwickeln und ermöglichen, Schule hinter uns lassen, nicht mehr lernen für andere zu organisieren, sondern nur noch selbst zu lernen und andere da einzubeziehen und das so als Lebensprojekt angehen und mit anderen zusammen da in den Flow zu kommen. Also wirklich, das für mich gerade so dieses Energiebild auch von Zukunft gestalten. Raus aus diesem psychologisch ja auch wunderbar erklärten Ding, dass Menschen, wenn es nicht so gut läuft, halt immer auf alte Strategien zurückgreifen. Ich mag es nicht mehr hören. Weil es gibt andere, die das Gegenteil beweisen. Und das gibt es auch. Und mit denen zusammen auf den Weg zu gehen, das ist meine Sehnsucht. Klasse, wunderbar. Ja, also ich glaube, was du ansprichst, ist vielleicht, das kommt mir zumindest so vor, ist das, was in dieser Pandemie irgendwie so deutlich wurde, dass viel mehr Menschen, wenn man sie so fragt, so wonach sehnst du dich, dass es zunehmend immer mehr ums Sein geht. Ne? Also das Tun irgendwie ausgedient. Das ist nicht mehr so, ich möchte das tun und daher, sondern es geht für viel mehr Menschen immer mehr um dieses Sein. Und ich finde, wenn das etwas ist, was die Pandemie uns einfach, wofür sie uns sensibilisiert hat, ne, dass eben neben dem ganzen Tun auch wirklich noch Zeit und Platz und Raum sein muss für das Sein und da eben das auch gespickt hat mit einer gewissen Sehnsucht, dann freue ich mich eigentlich auf, wie du richtig sagst, auch wenn wir nicht wissen, wann es vorbei ist und wie es denn dann ist, was vorbei ist, aber eben auf diese vielleicht neue Art, sich dann auch zu begegnen und auch auf diese, sich auf diese Art zu begegnen, die einen Unterschied macht. Also ich glaube, da habe ich irrsinnig viel Lust. Und wenn dabei noch Flow entstehen kann, also das tut es ja dann meistens, ne, weil man dann auch so vertieft ist in eine Aufgabe, die einen umtreibt, die einen antreibt. Das ist doch wunderbar. Und ich finde, so ist dieses noch in der Pandemie geführtes Gespräch ja schon von ganz viel Zuversicht letztlich getragen. Einfach die Zuversicht darauf, dass es anders wird und dass es, wenn wir auch nicht wissen, wann und wie, aber es kann nicht mehr ewig dauern. Also ich habe eine 78-jährige Freundin, die jetzt in dieser Pandemie fast nur noch für sich selbst in ihrem kleinen Häuschen lebt und eine unglaublich kreative Frau ist, eine unglaublich kommunikative Frau. Die hat neulich zu mir gesagt, für sie ist das Schlimmste, dass sie merkt, wie ihr die Ansprache und der Austausch fehlt. Oder? Und das hat mich sehr, sehr beeindruckt, weil wir uns nahestehen und weil ich aber denke, das ist exemplarisch. Ich glaube, das ist es, worum es jetzt geht. Das würde ich mir auch so wünschen für Bildungsarbeit, dass wir alles auf die Seite legen und sagen, hallo Kids, hallo Leute, lasst uns zusammensetzen und irgendeine Form finden, dass wir ankommen als Menschen, wie wir hier sind und alles andere wird sich ergeben. Ich glaube, das ist jetzt so wichtig. Wow, super. Das ist, sind tolle, schöne Worte. Dem habe ich gar nichts mehr hinzuzufügen. Lieber Christoph, ich danke dir für dieses Gespräch. Ganz herzlichen Dank. Und bitte. Auf ganz bald. Und ich freue mich, wenn wir wieder die Gelegenheit haben, zu dies und das zu plaudern. Merci.